Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ja, ich bin von der Gameplays als Hobby und wir sind hier im Tal der Könige oder so. Wo sind wir? Konunsgard sind wir auf jeden Fall. Und da haben wir noch einiges zu finden. Ja, und hier war ich noch nie vorher, meine Freundin auch noch nicht. Von daher ist hier alles neu für mich. Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sie für diese legendäre Rüstung gebraucht haben. Interessanter Gedanke. Und er ergibt Sinn. Fast alles an Drachen ist nützlich und enthält Macht. Zähne, Schuppen, sogar Exkremente. Exkremente? Scheiße. Scheiße ist mächtig? Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Jetzt habe ich schon wieder die Wölfe gerufen. Unfassbar. So, wir haben ein Portal gefunden. Sehr schön. Okay, hier sind ein paar. Das macht wohl nichts. Na denn, auf ins Vergnügen. Yeah! Auftrag abgeschlossen. Oh, cool. Ich bin bereit. Komm, ich brauche Übung. Komm her. Geht doch. Und da oben ist eine Kette. Wie komme ich da hin? Komme ich denn darauf? Und schon, ja gut, das ist natürlich der Nachteil, wenn man sich noch nicht auskennt. Jetzt müssen wir natürlich ausprobieren, wie hier was funktioniert. Da liegt etwas rum. Ein Schlüssel. Okay. Mal denn da runter überhaupt? Ich glaube, von hier unten kommt man dann irgendwann da hoch. Nehme ich zumindest an, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier gibt es ein bisschen was zu rätseln. Nee, hier runter kann ich nicht. So, meinen kleinen Sohnemann da hochschmeißen, obwohl ich ja so ein kräftiger Gott bin, kann ich leider nicht. Oh. Übers Wasser kann ich auch nicht. Und der Drache erwacht, glaube ich, so langsam. Hier ist mein Ziel. So gesehen. Beeindruckende Eingangstür. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein.
Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Oh, das hoffe ich aber auch. Wenn Sindri sie gemeinsam herstellen, ist sie den Aufwand bestimmt wert. Vertraust du nicht wenigstens ihn? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. Also, einen Zugangsstein haben wir. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Kommen wir nämlich genau dahin, wo ich mich vorhin gefragt hatte, wie kommen wir hier runter? Roter Stein, den brauchen wir aber nicht. Ist bei uns noch voll. Ein Vulva. Zwei Vulva. Komm her! Ja! Yeah. Du meine Fresse, ey. Huch. Alter, das ist so brutal. Geschieht ihm recht. Eigentlich wollten sie sich ja nur verteidigen, haben sich bedroht gefühlt, oder? Plötzlich kommt da mal so ein Gott um die Ecke. Hallo. So, hier fehlt uns der Stein. Bestimmt den, den wir vorhin runtergeschossen hatten vom Kran. Dann kommen wir da hoch. Ja, eine Tür. Wo wir noch nicht reinkommen. Geht nur von der anderen Seite. Und hier ist dunkel. Ist eine Wand. Oh, ein Vergessener. Okay. Na, dann komm mal her. Huch, das kann ich nicht mehr zurückschleudern. Scheiße. Mach dich auf. Geht doch. Nein! Macht der Kleine. Mist, schon explodiert, das Scheißding. Ups! Okay, das war's schon. Na super.
Erhöhte Resistenz gegen Gift um 20%. Okay. Hedheim-Wind. Okay. Ich habe noch keine blaue Kugel gesehen, wo wir es eventuell gebrauchen könnten. Symbol des Herzens. Okay. Okay, wahrscheinlich muss ich den Wind hier mit rübernehmen, aber da muss ich erstmal den Weg hier frei machen. Ah ja, okay. Der Stein. Wir brauchen den Stein. Ansonsten können wir es vergessen mit dem Winden. Wir können ja nicht hier rüber schleichen, das funktioniert nicht. Okay. Da konnten die Wölfe wohl nichts ausrichten. Okay, da brauche ich die Winde. Wo ist der Kristall? Wo bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder? Es ist schon irgendwie so eine Art Irrgarten hier unten. Irgendwie. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Genau. Aber wir sind hier beim Fluss, also könnte hier doch der Stein sein. Ja, da ist er sogar. Sehr pfühl. Hau ruck, hau ruck, hau ruck. Rocky Balboa beim Aufwärmen. Sei bereit! Es ist vorbei. Also die Wölfe sind wohl keine große Herausforderung. Oh, schön Raben. Kann ich aber nicht. Ich kann nicht rumgucken mit dem Stein. Scheiße, andere Richtung. Ich will nur wissen, ob ich den Raben von hier aus sehen kann, aber nee, ist keiner. Oh, ich schwitze. Ihr auch? Zumindest ist es bei mir ziemlich heiß. Dann noch die Aufregung des Spiels halt. Eine Dachgeschosswohnung haben wir. Schon wieder. Die wollen wohl nicht, dass wir den Stein da platzieren. Aber ich will's.
Genau. So soll es sein. Nein, was mache ich denn? So, neue Feinde oder? Nee. So, was haben wir hier? Hier ist dunkel. Oder auch nicht, hier ist jeder hell. Neue Artefakte können wir eigentlich nirgendwo mehr finden. Ich habe schon beim PlayStation Dings da gesehen, bei den Trophäen. Da haben wir ja schon eine Silbertrophäe bekommen, irgendwas mit Museum. Wir haben schon alle Artefakte gefunden, die es zu finden gibt. Ah, siehst du, hier sind wir jetzt. Stein Nummer 2. Das hier ist noch größer als Veldurgard. Ja, der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was ihm wohl zugestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivaldis. Vorzugnirs Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Dvekradikl, die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch befindet. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Okay, mal gucken, ob wir die dritte Zutat noch finden. So, jetzt sind wir wieder hier. Zwei Schlüssel haben wir. Einer fehlt uns noch. Das heißt, der letzte wird natürlich hier rechts rum sein, Richtung Drachen. Der wird uns natürlich jetzt auch noch nebenbei nerven. Ich hatte, wie gesagt, eigentlich gedacht, ich hätte einen Raben gehört vorhin hier hinten. Oder war es das hier? Ich muss noch mal gucken und hören. Hören und gucken. Hier hatte ich ihn eigentlich gehört. Aber ich höre jetzt gar nichts. Dann ist hier wohl doch kein Rabe mehr. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Hell. Da ist der Drache. Okay, hier geht's nicht rein. Vielleicht kriegen wir, weil wir so nett sind, die drei Drachen befreit haben,
Vielleicht kriegen wir dafür dann die dritte Zutat von den Drachen. Hat er Hunger? Tatsächlich. Ich hab vergessen zu markieren. Keine Chance mehr. Okay, das war's wohl. Ein schönes Tor. So, da hoch kommen wir nicht. Wir können nur hier lang. Da sich die Musik nicht ändert, wird auf jeden Fall gleich noch etwas passieren. Okay, da geht's hoch. Das mit den Drachen fängt jetzt mit sich ja gleich an. Oh, eine Truhe. So, was haben wir hier? Fester Stahl. Oh, da oben ist ein Rabe. Ha! Den habe ich eben gerade per Zufall gesehen, als ich zurückgeblickt hatte. Guck mal an, hier geht's auch lang. So, die Kette ist unten. Und wir sind sehr nah an den Drachen. Vielleicht hat sich unter den Drachen schon herumgesprochen, dass wir die anderen zwei schon befreit haben. Vielleicht greift er uns erst gar nicht an. Wer weiß, wie die Kommunikation unter den Drachen zusammen ist. Da ist er. Mann, ist die Weltschlange groß. Ich weiß es nicht. Man kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Ist doch egal. Ah ja, und das ist das Teil. Und da ist noch ein Rabe, sehe ich. 47 von 51. Wir haben ja schon fast alle. Hä, was? Wie viele denn noch von denen?
Schauen wir uns noch ein bisschen um. Okay, da oben ist noch ein Schrein, sehe ich. Aber so kriegen wir den gar nicht. Fahr ich ja so. Noch einer übrig. Du befreist sie gerne. Ja. Sonst noch irgendwo ein Schrein? Oh, Glocken. Sonst sehe ich keinen Schrein mehr. Zumindest von hier oben aus nicht. Das wäre es ja, wenn ich jetzt einfach von hier aus überall hinwerfen kann und schon, bup, alle Schreine fertig und Drachen befreit. So, wie kriege ich denn das da kaputt? Oh, guck an. Nee. Ha! Okay. Die Explosion hat sogar die obere auch noch getroffen. Da hab ich doch mal Glück gehabt. Nein, dann gehen wir doch mal rein. Mal schauen, was dahinter ist. Tatzelwurm. Und noch ein Raben, höre ich. Oh, da haben wir noch einen Wegweiser. Da kommen wir nicht lang. Okay, da müssen wir wohl da durch. Den Rahmen sehen wir bestimmt, wenn wir bei der Wissensmarkierung sind. Oh, ganz nah. 48 von 51. Hey, uns fehlen hier echt nicht mehr viele. Irgendwie klingt es traurig. Es klingt so kurz vorm Ende irgendwie. Es ist so ein schönes und geiles Spiel. Junge. Jawohl. So, das letzte für heute. Wissensmarkierung. Ah, schön. Was ist schön, Junge? Erzähl doch mal was. Immer muss ich selber lesen. Zeig mir dein Tagebuch. Regin von Konunsgard. Wie Odre für Weitergard wurde Regin zum großen Wächter von Konunsgard ernannt. Obwohl er von Zeit zu Zeit gegen seine Fesseln einkämpft, erfüllt ihn seine Aufgaben mit Stolz. Sein donnernder Atem, obgleich höchst gefährlich, ist nur seine Art, diesen Stolz auszudrücken. Das glaube ich weniger, denn der Drache möchte logischerweise befreit sein.
Bei der wöchentlichen Instandhaltung der Drachenschreine ist jedoch Vorsicht geboten. Regeln mit seinem Atem ausstoßen, dies ist nicht als Angriff zu verstehen, sondern lediglich ein kecker Zeitvertreib für ihn. Dennoch muss der Bereich sofort verlassen werden, da der Atem tödlich ist. Die Gerüchte, dass Riggins Gegenwart die Dunkelalben von Alfheim anlocke, sind reiner Humbug. König Mozzoknir wird uns vor allem Bestien beschützen, so wie er es wieder und wieder getan hat. Genau, ich glaube kein Wort davon. Er zieht die Nachtalben an? Eventuell? Das ist natürlich blöd. Die mag ich nicht so. Aber gut, okay. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind bei 31 Minuten angekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat bis hierher, Däumchen nach oben. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und dann kriegt ihr dadurch ja Bescheid, wann was Neues hochkommt von mir. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play von mir. Und das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Nuer. Gameplays als Hobby. Und ja. Gameplay, Herausforderung, genau. Und ich wünsche euch, wie gesagt, noch viel Spaß auf YouTube. Gut, das habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt. Und bis dann. Auf Wiedersehen und tschüss.